Juten, huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EAFC 24 mit Coach Bommel und Braxen. Ja, wir waren ja doch relativ begeistert vom optimale Fitness. Sehr schön. Dann werden wir mal bei Mullens den Trainingsplan auf ausgeglichen stellen. Beziehungsweise eigentlich bei allen. Jawohl. So, und wir spielen schon wieder, und zwar gegen Forest Green. Und auch da werden wir wieder die Highlights zocken. Und zwar nur im Angriff. Ich bin so schlecht im Verteidigen Unser heutiges Spiel Fußball. verspricht eine Menge. Aber Es bei ist ein Duell, das die 21 Fußballwelt seit Challenge Tagen elektrisiert. Wir zeigen sie natürlich live. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolfuß. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Startaufstellung der Gäste. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Anspiel nach hinten. Gehalten, Boah. Da zeigt er sein Können. Quatsch. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Super, wie er sich durchsetzt. Chance auf den Ausgleich. Ja, natürlich eine gute Parade. Boah, ja, jetzt sind wir auf dem 10-0. Jetzt bringen Sie die Flanke rein. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Leck mich also. Die Chance Ach, zum Tor. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie in der Liga. Die Gäste haben also verloren. Ernüchterndes Ergebnis heute. Kann man nichts machen. Ich habe ja gesagt, es wird mit dem. Das wird eine schwierige Saison. So, Transferangebot für Mullen. 1,5 Millionen nehmen wir natürlich nicht an. Mullen ist unser, ist erstens Publikumsliebling und zweitens, nö. Oh. Oh. Forest Green und zwar im Pokal, im Carabao Cup. Ja, wie gesagt, das haben wir gesagt, spielen wir selber. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Stadion ist voll. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir zeigen Ihnen heute ein K.O.-Spiel aus diesem Wettbewerb. Im Stadion ist die Spannung mit Händen greifbar. Es ist alles bereit für einen echten Fußball-Leckerbissen. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, das wird eine spannende Partie. Jetzt der Ballverlust. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Oh, kein Tor. Was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Na klar, macht ja da den langen Fuß. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Aus den letzten FIFAs mit übernommen. Immer wenn der Gegner einen Pass spielt, macht kleiner Ausfallschritt. Ja, gute Hereingabe.
Der Kopfball kommt nicht gut und der Ball geht weit am Tor vorbei, war vor allem technisch eher schwach. Und so ist das wohl so geplant, dass der Ball durchkommt. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Sie klären. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Vielleicht die Führung jetzt. Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Er hat die Chance zur Führung. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Sehr energisch, sehr zielstrebig. Jetzt müssen sie da hinten aufpassen. Da kommt die Flanke. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Vielversprechender Vorstoß. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. Jetzt die Ecke, vielleicht geht da was. Ecke kommt. Vielleicht die Konterchance. Mannschaft rückt da zu langsam zurück. Riesenchance. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Nur deswegen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann dieser tolle Abschluss aus der Distanz. Ist das dann natürlich kein echtes Problem mehr. Ausbauen, ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Gleich gehen wir hier die Pause in diesem Spiel, in dem die Gäste aktuell knapp vorne sind. Es ist ein enges Spiel, ein Tor Führung, alles noch drin, aber man merkt schon, sie haben hier leichte Vorteile und ich bin gespannt, ob sie das nach der Pause so weiterspielen können. Das gibt Freistoß. Erstmal geklärt. Balleroberung. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Warum spielt er? 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Es ist Pause. Das war's für den ersten Weg. Wir führen. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Immer genial, wie sie den. Egal welche Liga, das kann noch so eine Krippe. Er bekommt Hilfe. Zieht ab! Klasse Spiel ist das spannend hier. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ja, du musst das Spiel wegrücken, um Gottes Willen. Gute Aktion jetzt.
Chance zur Führung. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Jones. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Natürlich, dann komme ich ran und suche ich aber hin zum Gegner. Den setzt er zu hoch an, der geht rüber. So, sie werden nun also wechseln. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kollegen bieten sich an. Troy Deeney, klasse dazwischen gegangen. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Er zieht vorbei. Da ist die Chance. Jetzt sind sie mit 2 Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann einfach draufgehalten. Keine Chance, da noch irgendwas zu halten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Strafwürdige Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Nicht überraschend, dass er jetzt die gelbe Karte sieht. Nein, er wurde vorhin bereits ermahnt und jetzt ist er fällig. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Hakan Çalhanoğlu ist zum FC Chelsea gewechselt und verlässt Inter Mailand. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Jetzt eine Chance. Abgeblockt. Da sind sie da. Kein guter Kopfball. Ball erstmal abgegeben. Jones. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Chance zum Anschlusstreffer. Ja, toll gehalten. Ja, das sind die Sachen, die ich nicht verteidigen kann. Die kann ein anderer bestimmt verteidigen. Du kannst es oder so, kannst du dir vorstellen, dass der da nicht so die Probleme hat. Da ist die Flanke. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Ein Treffer hier hätte sie vielleicht noch einmal ein wenig ins Spiel gebracht, Buschi. Ja, es wäre die Chance gewesen, aber er setzt sich dann doch knapp am Tor vorbei. Da war mehr drin. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Sie sind überlegen, 2 Tore Führung. Sie machen das immer wieder clever. Sie kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. Ja, ganz sicher, alles raus. Verdammte Kacke. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Ball in den Rückraum. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er.
Jetzt ist Platz für den Konter. Und welche Tipps habt zum Verteidigen? Sie bringen den Ball in den Strafraum. Immer raus damit. Und damit war es das. Die Gäste sind durch. Die Gäste sind weiter und wir sehen es. Der Jubel ist natürlich groß. Oh, Interview. Hi, can you chat to us for a second about the match? Naja, mühelos. That'll be all. Sehr thank schön. You. Bin ich sehr zufrieden mit. So, wir gucken mal. Zu wenig Energie. Entwicklungsplan von Davis. Und Trinkgeld. Ich habe ja nicht gesehen, dass der mich angefragt hatte. Ist ja ein Ding. So, gegen Tranmere werden wir wieder die Höhepunkte zocken. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema und das ist dieses Spiel. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen... So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Ah, oh, da könnte ich es machen. Ah, oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Ausgleich. Durch Mollen wieder. Sehr schön. Aber auch ein schöner Teilpass von dem anderen. So, Ecke. Ecke kommt. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eck. Er passt gut auf und hat den Ball. So, das war's. Es bleibt hier beim Unentschieden. Heute ist also dieses Remis rausgekommen und nach drei. Gucken wir mal auf die Kassette. Die Tabelle und da sind wir Zwölfter. Ja, Zwölfter ist nicht wirklich schön, ne? Zwölfter ist nicht wirklich schön. So, Transfergebot für Young. ZDM, nee. Ach, warte mal, den wollten wir doch eh. Doch, warte mal, was ihm gern war. Revelieren. Wenn wir mal. So, oh, gegen meine Crew, gegen Crew Alexander. Ihr wisst ja noch, meine Karriere damals. Mit Kirk zum Beispiel. Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege. So werden die Gastgeber beginnen. Hier ist die Aufstellung, so gehen die Gäste heute in die Partie. Gute Aktion, da kommt er mal. Ist nicht wahr. So, wer schießt? Mal, komm, die musst du machen. Jetzt können Sie den Ausgleich schaffen.
Sie verwandeln diesen Elfer. Äußerst sicher verwandelt. Ach, was soll der Quatsch denn? Torchance! Tor! Da ist es! Er bringt sie hier wieder in Führung. Herzlichen Glückwunsch. Klasse durchgesetzt. Muss es fast sein. Oh, ja, jetzt 57 und 3-1. Da muss er hin und holt sich den Ball. Der die auf der Linie fällt. Chance zum Anschlusstreffer. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie in der Liga. Die Gäste haben also verloren. Na gut. Mit einer Niederlage die Folge beenden ist zwar nicht schön, aber was willst du machen? Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tower.